Arsch hört und hätte von dir das Arsch hört, das hätte ich gesagt, nie wieder zusammen direkt ja, Wand ja. an Wand setzen. Ja, ja, ich habe so scheiße geschlafen. Ich sage auch, Frau Michel, ich habe mir mal so viel Fernseher angemalt. Ja, die hat uns so wenig Strom Dämmling, Schnarche, Dämmling, Schnarche, ich bin bald geklappt geworden. Schau mal, du bist doch fertig. Ja, das ist unangenehm, das ist schwer. Ja. Du schnarchst ja auch und so, ne? Ich da wecke ich dich nicht. Immer, und ja. Und bei uns steht drin, für Ohrenpack. Ja, ich schnarche auch, ja. Ich komme, ich habe keine Gelegenheit zum Schnarchen. Ich schnarche auch auf und zu, ja, ja. Ich komme. Stäbchen? Oder die Stoppe für die Stopfen darfst du, sind verboten. Ach, die Stoppe. Ja, was würdest du mit der Stoppe machen? Warum haben die das denn verboten? Habe ich zu Hause. Damit du schön genervt bist. Das hier, die Ohren mit Stoppen. Das ist die Ohrenkatz. Ohrenkatz. Ja. Ja, das ist ja Psycho, die Brüste. Habe ich so und Taps. Ja, das ist ja, kann man mit dir halt. Ja, das ist ja das aneinander. Die sollen morgens müde sein und schlecht gesinnt. So. Ja, das ist klar. Aber ja, nachts sollen die genervt werden. Ja, eine schöne Strebe. Nicht nur morgens. Sacht verdientes Geld, lieber Gott. Ja, ich schaffe mich nicht ran, Tolle. Ja, ich schaffe mich ran, Tolle. Das wollen die doch erreichen. Ja, das ist nur wie der Flattermann, ne? Die wollen die aufeinander hetzen. Die sollen die Gladiatoren. Die sollen nicht zerschlagen, genau. Ich schwöre, sie kriegen doch jede Pistole, wenn sie rennen. Also wenn ich richtig wütend bin und da ist einer frech, dann klatsche ich eine. Ja, du kriegst doch eine Pistole. Das ist egal, wer das ist. Du hast angezeigt. Da bist du raus. Da flüsterst du es. Körperverletzung. Da muss, Julia Siegel, die hat Fuß, ja auch die wurde auf den Kopf geklopft. Da muss der Mörder schon hinfahren. Ganz froh sein, wenn wir gleich weg sind. Da musst du dich aber ich muss feststellen, die hat das wirklich gut verstanden, wie das da so abläuft. Ja, streit. Ihr alle. Ach, Griech, das ist Griech. Griech, der Sterne. Ja, lass die doch alle mitfahren. Vielleicht schmeißt du drei Kreuzzeichen, wenn wir durch die Tür wieder sind. Da seht ihr, meine Fresse, das haben die mich genervt. Vielleicht sind am Montag doch wieder hier. Nein, Samstag haben wir noch gesagt. Also nächste Woche Samstag sind wir wieder hier. Nein, Montag. Heute frische Brötchen mit. Der Rundflug ist immer gleich wie beim Abflug. Vielleicht können Sie den Koffer auch am Flughafen lassen. Ja. Ja. Vielleicht könnt ihr den Kopf vom Flughafen lassen, aber auch nicht abzuschleppen. Ja, das ist sowieso klar. Wenn denn schon. Ach Gott, wenn das dann im Fernsehen... Du siehst doch wie ein Pastor. Wenn das dann im Fernsehen versaut wird, Fuß ist warm, 4 Stunden im Haus. Stand zu die Sendung im Fernsehen, Fuß waren 4 Stunden im Haus und konnte wieder nach Hause fahren. Dann ja, schon im Keller. Ja. Die sind immer auf der Straße, ne? Da durch mich später, die im Keller. Ich habe so redet, hat mit der Frank so eine Film von. 4 Stunden im Haus und dann war der Arsch ab. Facebook lesen? Nee. Wille Hahn brachte sie zum Flughafen. Dann floren sie von Dammel. Ach ne, ich glaube schon, dass der das gut macht. Der macht das schon. Der Frank hat Erfahrung daran. Ja, der Frank weiß, wie es geht, der Junge. Der weiß, wie der Hass ist. Hat er 22 Jahre geübt, der Junge. Ist ja gar nicht 24 Jahre. Ah. Aber sind aber doch schon lang. Seht ihr, jedes Mal seht ihr bei mir oben lang. Wenn ich einen Blät im Kopf habe, seht ihr, die Haare sind aber beauty wachsen. Ja, stimmt. Jedes Mal seht ihr, die Haare sind beauty wachsen. Nein, alle Blät im Kopf. Ja, wenn die nicht mehr wachsen, bist du tot. Ja, ja. Und dann war es. Und dann wachsen sie noch. Jedes Mal sagst du, lohnt es sich mal was zu schnicken. Seht ihr, die sind aber gewachsen. Und da war ich immer wie windiger. Immer windiger. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Wenn der hat mit dem Haus als Bestes siehst, dann ist das diese Pluspunkte. Dass der Versuch ein bisschen in der Schwierfahrt immer der Arsch nichts. Obwohl er ja nicht viel hat. Dem sah es ja auch nichts für Schneiden, nur für Suchen, ne? Ja. Es ist schade, dass die Markise, aber die ist alt, nicht die Markise. 4 Jahre? 4 Jahre oder sind. 5? Das sind alt, ne? Aber höchstens 4. 4 Jahre sind alt, junge Markise. Die da war der billige Stoff, ne? Oder?
Ja, da war sie nicht teuer, war sie nicht teuer, ne? Ja, das darf nicht sein. Die war nicht teuer. Ah ja. Ah ja. Ah, schon das sehen, der Arbeiter, die tun die billig besorgen. Ich weiß nicht, wie die Finger da rausgesprungen sind, ich hab die bald gegen den Schädel gekriegt. Die tun die billig besorgen, die tun die auch in die Spanne. Tisch. Da war die auf Spannung, da ist die aufgegangen, der ganze Arm. Ja. Zum Glück, ja. Aber wie? Wer ist tot? Tot. Ja, dann wirst du mal nicht gefahren. Ja. Ist der? Wäre schon lange tot. Hättet ihr schon drei Jahre. Meinst du, wir können so ein Spiel gewinnen? Ja, auf jeden Fall. Ich hab schon die Wahl. Ja, ihr rockt doch das Ding. Das ist halt in den Winter überhaupt dahin fahrt. Das ist doch das Schöne. Man nimmt ja nicht jeden dafür, von den Arbeitslosen, nur immer ein paar. Ja. Nee, aber die Chancen hat ja jeder zu gewinnen. Es kommt doch an, wie man da parat kommt mit den Leuten. Du das musst ja psychisch verkraften. Das ist ein Familienspiel. Ja, Familie. Es sind ja mehrere Leute und zusammen. Guck mal, wenn ich jeden Nachmittag überstehe, ja, dann schaffe ich das da auch. Oder ja, wenn du halt überstehst mit uns, dann überstehst du die 14 Tage. Dann überstehst du alles. Nee, das ist eben anschließend gehst du in die Klapsmühle. Das ist natürlich schwer, mit 14 Menschen zusammenzuleben. Das ist ja auch ein Ports. Wenn ich da ankomme, lasse ich mich das direkt nicht durchbringen. Weil jede ist ja anders veranlagt. Das ist das Schlimme, ne? Das ist das Gute. Aber es gibt auch eine Klapsmühle, das ist eine Diskothek. Ja, ist da kannst du dich auch abregen. Klapsmühle, ja, Disco, ja, die Klapsmühle. Bitte doch. Die ist so, ja. Am Ring. Ja, ja. Machen wir da uns mit dem Willi Herren. Ich weiß. Mit der, wie hießen wir noch? Ja, Brings, ja. Da war der Klapsmüll. Ja, ich weiß. Jenny Elvers, haben wir uns geführt. Ja, da war eine Diskothek, ja, die Klapsmüll. Ja, ja, aber trotzdem. Das ist schwer mit so vielen Menschen zusammen. Es ist halt auf der Arbeit. Ja, ihr wisst ja noch gar nicht, wie viele da kommen. Doch. Wenn da zwei, drei Arbeitskollegen ist, dann muss man da sind Arzt ja, sind 16 Personen. Ja? Ja, 8 Bärchen. 8 Bärchen dann. Ja, und damit muss und drei da Zimmer. Drei Zimmer nur. Oh, das, ist ja wie, das sind immer zwei, drei das Bärchen. Ist das sind ja drei Bärchen auf einem Zimmer. Oh. Ich weiß es doch nicht, ich war doch noch nicht da. Aber hast du ja wieder gelogen. Der hatte noch doch ein Zimmer. Ich stimme da zuvor. Nee, der hat noch ein Zimmer. Nee, da kostet kein Einzelzimmer. Oh doch, war in dem einen Haus, aber habe ich gesehen. Ein Einzelzimmer. Ja, und dann würde ich spielen. Dann war für die Ältesten, ich hoffe, dass mir die Ältesten. Der Rede, weil er hatte nämlich ein Einzelzimmer. Das ist ein Knast. Vielleicht sagen die auch. Ja. Weil ihr die Ältesten seid, habt ihr ihr Vorrecht auf das. Ja. Hoffentlich. Das ist so eine Dreizehntel, da sind so viele Personen drin. Ich bin immer So, Papa, jetzt siehst du wieder gut aus. Da bedanke ich mich. Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. Nee. Ja, mal guck nach vorne. Nach vorne. Ja. Wenn ich doch wieder gut aussehe. Wir sind für Judas. Ja, du willst ja nicht. Nee. War ja auch nicht vereinbart. Wieso? Der brauchst du nicht vereinbaren. Ich mach mal selbst. Ich hatte zwei Päckchen, ne, Farben im Schrank. Ja, ach ja. Hab ich vergessen. Weißt du? Ich muss das ja nicht vereinbaren. Wie ich noch muss ich gucken, wenn dann ich neue guck. Dann hatte ich die da stehen. Zweimal Farbe. Das ist das ja noch genug. Da brauchst du ja nichts kaufen. Nee, tu doch nicht. Das war nicht nichts. Gestern kam eine zu mir. Brauchst du im Drogeriemarkt, ne? Entschuldigen Sie bitte. Ich habe sie jetzt gesehen. Ihre Haarfarbe. Die ist ja so toll. Ach, Sitze, ich habe vor, mir auch sowas machen zu lassen. Aber ich traue mich nicht so richtig. So, warum denn nicht? Sind auch ziemlich hellhäutig. Ihnen steht das bestimmt ganz gut. Ach, Sitze, ich werde gucken. Ich werde das mal überlegen. Auf Wiedersehen, Lady. War das eine Ausländerin? Nein, eine Deutsche.
Hast du kein Visitenkärtchen von der Elke bei ihr gehabt? Was? Hattest du kein Visitenkärtchen von der Elke dabei? Nein. Ja, das ist immer mein Masch. Nee, das ist auch mein undankbare Chef, Klasse. Dann hat die nachher eine ganz andere Ausgangsfarbe, dann wird das Farbe bei jedem anders. Ja. Nein, Masch.